Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter. So, wir sind jetzt bei 10% zum Richtung oder in Richtung Regen. Ich werd bekloppt, ja? Also jetzt lasst uns erstmal hier gucken, was wir für Nachrichten haben. Das war von Sentinel Corporation. Deine Planetenspezifikation. Identifikation unbenannt, Unternehmenseigentum unbeansprucht. Bewohnbarkeitsgrad 0. Sektor Izitial Prime, Geschichte unbekannt. Der Planet Unnamed befindet sich im Sektor Izitial Prime, einem Prä-Zivilisationssektor, der hauptsächlich von Handelsschiffen durchquert wird, um zwischen großen Weltraumhäfen zu reisen. Der Sektor zählt 842 Planeten und 13.511 Sterne und ist 7.000 Parsec groß. Kernreaktor. What? Oh Gott, was kommt denn hier alles? Er wurde als einer der möglichen Kandidaten für eine zukünftige Kolonisierung identifiziert. Lesen kann ich auch nicht mehr. Schön, schön, schön. Okay, cool. Nachricht von Riley. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das du geschickt wurdest. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, dir einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Du solltest Weltraumnahrung in deiner Kapsel und vielleicht Weltraumwracks finden. Nase zu, sorry. Du kannst selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn du die richtigen Voraussetzungen erfüllst. Versuch also, einige Gemüsesamen zu finden. Erkundungen und Verbesserungen sind von wesentlicher Bedeutung. Erforsche und verbessere deine Ausrüstung, um deine Überlebenschance zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Ja, aber viel zu spät, danke. Cool, Riley, das war wirklich nice. So. Okay, was können wir denn jetzt alles bauen? Lass mal kurz gucken. Die beiden muss ich auch noch bauen, ne? Schreddermaschine, Recyclingmaschine. Aber ich weiß nicht, ob ich die brauche. Das hier. Grasstreuer. Lässt draußen Gras wachsen. Erzeugt Biomasse. Aha. Soll ich das schon machen? Zwei Wasserflaschen, ein Aluminium und Burmasamen, oder wie die heißen? Lirmasamen. Zwei Wasserflaschen. Sauerstoff. 1, 2. Ja, muss ich rausmachen. Rausgehen. Da bin ich ja jetzt gespannt, Leute. Das ist ja krass. Aha. Na, da nicht. Da ist wahrscheinlich Wasser später. Ich würde tatsächlich sagen, wir rennen ja mal rum. Hui. Hier. Oder? Machen wir hier Gras hin? Oder hier? Hier ist auch schön. Hier machen wir Gras hin. Erste Grasfläche. Wachstum 2%. Ernsthaft? Okay, das heißt, wir müssen jetzt in verschiedenen Abständen das machen? Oder ist das von Haus aus, dann vervielfältigt sich das dann? So wie in der wahren Natur. Ich habe so viele Fragen. Vor allem frage ich mich, wo ich dieses Zeug herkriege, damit wir diese Kapsel da bauen können, um Pflanzen anzusetzen. Weil die so cool aussehen. Ich hätte die so gerne. Ach, Mann. So. Inventar voll. Aha. Wieso? Was ist denn da schon wieder alles drin? Gott, kommt das denn alles her? Ja, krass. Ich bring das mal kurz. Oder nehmen wir den dann immer weg? Stellen den woanders hin? Das ist ja verrückt. Und bald regnet's. Aha. Was können wir noch bauen? Muss kurz gucken. Diese Bildschirmkarte haben wir uns doch gar nicht angeguckt, ne? Habe ich die schon gebaut? Mikrochip-Kompass. Nee, habe ich gar nicht gebaut. Bin ja auch lustig. Moment. Das wird jetzt gemacht. Mikrochip-Kompass bauen wir. Und dann bauen wir diesen Monitor. Der fehlt eh noch. Und dann muss ich mir wohl erstmal Nasenspray in die Nase ballern. Das ist ja nervig. Ich glaube, ich habe Allergie. So, Moment. Mikrochip machen wir. Wo machen wir den? Hier? Hier kann ich den gar nicht machen. Ah, das heißt, der andere muss auch stehen bleiben. Okay. Würde ich aber trotzdem reinstellen dann, ne? Also Mikrochip-Kompass. Ne, Mikrochip-Kompass. Ja.
Aluminium. Fehlt mir schon wieder einmal Aluminium. Ich muss erstmal ein bisschen was wegpacken. Was war das? Nee, Aluminium haben wir einen. Iridium haben wir hier gar nicht. Silizium hatte ich hier. Eins, zwei. Ich habe jetzt kein Aluminium mehr. So eine Mistkacke. Magnesium. Nein. Stopp, stopp. Ja. Kobalt. Ich muss das kurz wegsortieren. Ich werde irre. Wasser machen wir auch noch eine Runde. Brauchen wir offensichtlich. Mal ein bisschen Eisen wegpacken. Ja, ich weiß, ich hole eh gleich wieder alles raus, aber einmal Ordnung muss sein, ne? So, und dann machen wir hier noch Unmengen an Wasser kurz. Ich brauche eh Wasser. Oh Gott, mir wird schwindelig. Ja. Okay. Perfekt. Warte, eins trinke ich. Nice. So, kann ich das hier rüberpacken? Sehr gut. Haben wir alles hier schon wieder geerntet? Ja, können wir ernten. Ich mache Kürbis, mach Kürbis wieder rein. Hier. Moment. Kommt das wieder rein? Oh, ist das so gut, ne? Dann hier. Halt. Das da rein. Da brauchen wir trotzdem noch mehr von. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein anderes kommt. So. Nahrung haben wir. Ich glaube, ich sollte einen extra Nahrungsschrank hier vielleicht irgendwo noch hinstellen. Weiß nicht genau. So. Was wollte ich jetzt? Schreddermaschine. Grasstreuer haben wir. Oh Gott, wie sieht das jetzt schon aus draußen? Muss gucken. Wo war denn das? Andere Seite. Yeah, guck mal, erste grün. Oder, naja, hellblau-grün. Was wollte ich jetzt tun? Das hier wollte ich bauen. Wir benötigen noch ein Aluminium, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, sag mir noch mal kurz, was ich benötige. Mikrochip-Kompass. Silizium, Magnesium, Aluminium zweimal. Aluminium haben wir. Silizium, Magnesium. Das habe ich nur einmal. Brauchen noch ein weiteres Silizium. Ich gehe noch mal in die Höhle. In der Hoffnung, dass wir dort noch ein bisschen Aluminium finden. Wir müssen auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen da noch mal rüber den Rest holen, den wir da noch hatten. Und vielleicht sogar mal ein bisschen gucken, weil jetzt haben wir so bessere Übersicht, ne? Wir sehen jetzt richtig gut, wo was ist. Und wo wir noch hin müssen. Ich glaube, auch da hinten müssen wir noch irgendwo hin. Gut, dass wir unten noch das komische Wrack haben. So, ich sammle einfach ein. Oh, dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwie neuer Stuff reingekommen ist. Hier zum Beispiel. Oder ist das hier? Nee. Ja. Nee. So, hier unten haben wir da Glück. Komm, ich brauche noch ein bisschen Aluminium. Das ist wirklich wichtig gerade. Nicht nur diese ganze andere Kacke. Aber was ich jetzt mal machen werde, Leute, ich gehe jetzt mal da hoch und wir gucken mal nach dem Eis. Weil wir werden sicherlich in den Höhlen auch noch krasse Sachen finden. Könnte ich mir vorstellen. Ach, hier ist noch einiges. Guck. Da checken wir jetzt nochmal eben, ne? Neue Mitteilung erhalten. Oh Gott. Will ich das wissen? Weiß nicht genau, ob ich das will. Voll. Ich geh mal erstmal hoch, ne? So. Epp. Ja, hier geht's langsam. Oder? Wir kommen ja schon ein Stück weiter rein, ne? Ja, kommen wir.
beginnt zu schmelzen. Ich hätte halt erwartet, das muss ich jetzt ehrlich sagen, weswegen ich auch umgezogen bin, dass hier durch den Schmelzprozess Wasser runterkommt. Das war jetzt meine Erwartungshaltung, wenn ich ehrlich bin. Dass es denn so abfließt, also dass es hier quasi unten, dass das hier unter Wasser steht dann irgendwie? Und ja. Und oben bei der anderen Höhle, denn dass da das Wasser dann rauskommt und und das, wo unsere alte B steht, quasi dann zuläuft. Deswegen muss ich wohl auch die anderen Sachen da noch rausholen. BZW abbauen einfach. Stattdessen neue Sachen hier bauen. Also größere Sachen. So, dann wollen wir mal rüberlaufen. Oh Gott, schaffe ich das noch? Scheiße, ich hätte zwischenparken sollen. Oh, da ist Rasen, Leute. Die Frage ist jetzt, können wir das dann einfach wegnehmen? Und woanders hinsetzen? Ich meine, das wäre ja auch nice, oder? Schöne Rasenfläche. Okay, wir machen Mikrochip. Kompass. So, und dann brauchen wir dafür das. So, mache ich den hier hin. So. Okay, kein Satellit im Orbit. Sende eine Kartierungsrakete in den Weltraum, um ein Signal zu empfangen. Aha! Kartierungsrakete. Mhm. Luftdruck ist noch ein bisschen gering, oder? Sollte einfach ein bisschen schneller laufen. Ich glaube, ich baue noch ein drittes. Ich würde noch ein drittes bauen. Was haben wir? Noch einmal Titan. Dann baue ich noch einen dritten. Bora. Ja, machen wir. Mal gucken, ob es reicht von der Energie her. Ansonsten müssen wir da noch mal ein bisschen reinhauen. Luftdruck ist mir ein bisschen zu wenig. Wenn ich dann die Bohrer von da unten abbaue, vielleicht muss ich das ja gar nicht abbauen. Lass ich einfach stehen, die ganze Kacke. So, ja, lass uns gleich noch mal gucken, was noch so geht. Was das jetzt irgendwie für Sachen waren. Beziehungsweise muss ich, glaube ich, losziehen und da hinten hin, um zu gucken, ob wir da noch irgendwelche krassen Sachen finden. Wir brauchen drei von den von diesen Superlegierungen und ja. Ich möchte dich drehen. Ja, keine Ahnung. Wir stehen halt hier. Habe ich noch Saft? Aber das hätte er sonst angezeigt, glaube ich, ne? Wenn ich keinen Saft mehr hätte? Bestimmt. Ich hätte gern eine Drohne oder sowas, die alles automatisch hier sammelt. Jo. Okay. Also die Frage ist jetzt, bauen wir das unten ab? Ja, nein, vielleicht. Oder lasse ich es einfach stehen? Es stört ja nicht weiter, oder? Wenn das jetzt, sag ich mal, mit Wasser vollläuft, das Becken, so wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn es regnet, dann ist das einfach unter Wasser und läuft trotzdem weiter, oder? Man weiß es nicht genau. So, ich habe jetzt noch einen dritten Dings hingebaut. Mal gucken. Wie viel Saft haben wir eigentlich noch? 7. Ja, das läuft jetzt ein bisschen besser, ne? Ich glaube, es müsste eher auf einer Stufe sein, oder? Wir haben gleich Regen, Leute. Wir bekommen gleich Regen. Ich werde verrückt. So. Eisen. Ein Eisen, cool. Magnesium.
Aluminium. Ich habe nur 3, verdammt. Und hier hinten Kobold. So. Wasser haben wir auch noch. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wir können auch eine Runde essen, ne? Hier so eine hässliche Aubergine zum Beispiel. So, wir brauchen eigentlich noch mehr Food-Prozessoren. Das Ding ist einfach viel zu groß. Also Food-Prozessoren sollten wir auf jeden Fall noch 2 machen. Aber ich habe schon mehr, nicht genug Energie. So, was können wir bauen, Leute? Was können wir bauen? Dieses Ding geht nicht. Also wir werden jetzt erkunden, würde ich sagen. Wir werden auf jeden Fall erkunden. Und mal gucken, was wir noch so finden können. Grasstreuer. Achso, wir gucken erstmal nach dem Grasstreuer. Nee, warte. Stopp. Wir hatten eine Nachricht. Hier, von Sträfling. Sträfling GP. Ist das ein anderer Sträfling? An wen wird diese Nachricht gesendet? Ich bin ein Planetcrafter, der auf den Migoria 3 Planeten geschickt wurde. Wenn sie diese Nachricht erhalten, bedeutet dies, dass sie in der Nähe sind. Vielleicht bist du auch ein Planetcrafter. Das Wetter ist grauenhaft und mir gehen die Ressourcen aus. Es gibt nicht genug auf dieser kargen Welt, um sie zu terraformieren. Ich weiß nicht, warum ich das gewählt habe. Der Tod wäre angenehmer gewesen als diese Hölle. Wenn mir jemand Hilfe schicken kann, bitte tun. Aha. Also wir sind ja dann doch schon ziemlich weit gekommen. Wo ist mein Rasen? Moment. Oh mein Gott, ist das schön. Und die Frage ist, können wir den jetzt wegräumen und daneben stellen und dann macht der noch mehr Rasen oder wie oder was? Oder muss ich einen weiteren Rasensprenkler bauen? Oh. Also er macht Sauerstoff. Zieht Energie ab, macht Biomasse. 100% Wachstum. Soll ich den wegmachen oder bleibt das so? Oder bleibt das bestehen, wenn es anfängt zu regnen, ist meine Frage. Ja, ich habe keine Ahnung, ne? Sind die Dinger teuer? Bei Wasser geht eigentlich, ne? Aber ich vermute mal, dass wir noch andere Sachen anbauen müssen. Oder wird das größer? Kommt das hier... Wird das größer, die Fläche? Okay, wir machen Folgendes. Wir werden jetzt ein paar Ressourcen zusammenballern, die wir brauchen. Und dann werden wir losziehen. Was brauchen wir? Ich brauche das und das. Also brauchen wir 3 Eisen, 2 Titan und 1 Silizium. 2 Titan. 3 Eisen. Vielleicht noch einen Schrank oder so, ne? Und 1 Silizium. Ein Schrank, 3 Kisten. Warte mal, eine Kiste hatte 15. Sind 30, sind 45 3 Kisten. Also im Prinzip ist ein Schrank teurer als 3 Kisten. Aber er, na gut, er nimmt aber auch... Nee, er nimmt nicht mehr Platz weg, weil er nach oben geht. So, ein Silizium. Dann müsste das reichen. Ach nee, was machst du? Nein, hör auf. Ja, wir finden ja auch noch ein paar Sachen zwischendurch, ne? So. Ich ziehe jetzt los. In diese Richtung. Wir gucken jetzt mal hier vorne in diesem... Also entweder hier oder wir checken erstmal diese Lage hier. Weil jetzt sehe ich nämlich, dass da so eine Metalldinger sind. Die habe ich vorher nicht gesehen. Und da können wir doch bestimmt hochspringen und uns hocharbeiten, oder? Weil wir hatten ja gesehen, es war ziemlich diesig, ne? Blumentopf. Was? Was ist das denn? Kernreaktor. Schon wieder eine Mitteilung. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Blumentopf. Eine Dekoration. Da brauchen wir aber Dünger. Wo kriegen wir denn Dünger her? So, warte, ich guck mal eben. Ich hole nochmal schnell Luft. Ich glaube, hier können wir hoch. Lass uns mal die Lage checken. So. Ach, hier haben wir ja auch Kisten. Leere Kisten. So, okay. Da geht's rüber.
Ich hätte mir einfach Sauerstoff mitnehmen sollen. Komme ich hier... Hatte ich das nicht versucht, hier hochzulaufen? Das ging irgendwie gar nicht. Nee, hier komme ich nicht hoch. Das verstehe ich halt nicht, ne? Weil da war ja, guck mal, sind überall diese Übergänge irgendwie. So, und hier hinten hatte ich denn dieses fette Raumschiff gesehen. Wir können uns ja hier auf der anderen Seite mal so eine Butze bauen im Notfall. Also wie komme ich auf dieses Raumschiff rauf? Oder zu diesem Raumschiff rauf? Hier ist doch bestimmt noch irgendwas Krasses am Start. Guck mal, hier ist das. Wie komme ich da hin? Wie kann ich mich da raufbauen? Weil hier... ist der Eingang. Guck. Oder... was ist das denn? Wie komme... ich komme da hinten irgendwie vielleicht rauf. Ach, da komme ich rauf. Aha. Oh, nice, nice, nice. Okay. Oh! Hui! Okay, warte, wir machen uns hier eine Bude hin. Machen uns hier eine Bude hin. Wo? Hier? Tür rein. Mach hier die Tür rein. Nee, das war doof. Warte. Ja, hier machen wir die Tür rein. So, einmal durchatmen, bitte. So, ich glaube, ich stelle hier schon mal... obwohl, einen Schrank machen wir... oder? Machen wir schon... komme ich denn hier ran? Komme ich doch gar nicht ran. Komme ich denn da rein? Scheiße. Es wird auch noch dunkel. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Das habe ich nicht erwartet. Oha. Oha, ich habe nichts zu essen hier. Mmh, ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht. Oh, hier ist so viel Eisen. Oh. Moment. Ach, kacke, dass das jetzt dunkel wird, ne? Komme ich denn hier irgendwie rum? Da hinten rum? Doch, da ist doch so ein Übergang. Okay, wir schaffen das, Leute. Lass erstmal hier rein. Ah, ärgerlich, dass ich nichts mitgenommen habe, ne? Dass ich vor allem auch nicht sehe. So, hier könnte ich jetzt rüberlaufen. Ja, geil. Hier geht's weiter. Nee, es geht nicht. Oh mein Gott. Nee, das ist keine gute Idee. Wir müssen warten, bis es hell ist. Wir haben jetzt Tag und Nacht. Wir haben jetzt Tag und Nacht. Wir müssen uns in Sicherheit wiegen. Guck mal, man sieht richtig schön den Nachthimmel jetzt. Das müssen wir jetzt auch nicht komplett, ne, verkacken. Auf der anderen Seite kommen wir rein in das Schiff. Atmosphärischer Wassersammler. Das bedeutet aber auch, Leute, ich werde das hier wieder abbauen, ne? Sobald es taghell ist, werden wir das abbauen. Und dann da rüberlaufen. Ach, Mist. Okay, wir kriegen also definitiv Fallschaden. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wird's hell? Wird hell, ne? Okay, let's go. Ich baue den ab wieder. Jo, okay. Okay, wir gehen auf die andere Seite. Nahrungsniveau niedrig. Ich hoffe ja, dass wir...
Oh Gott, ist das hier schlimm. Komme ich da irgendwie rüber? Komme ich hier lang? Das ist verrückt. Okay, wir müssen so rum. Okay, alles klar, verstehe. Nee, ist voll schön hier. Ja, gefällt mir. Oh Gott, bitte nicht nochmal fallen, dann bin ich tot. Oh no, wir müssen das Ding aufbauen. Wir müssen das Ding aufbauen, warte. Ich baue es hier auf, ja? Ich baue es hier kurz auf. Okay. Okay, weiter. Oh Gott, ist das schlimm. Aber hier finden wir hier dieses ganze krasse Zeug. Ich wünschte, ich hätte mir Nahrung mitgenommen. Oh, nice. Uff. Okay, weiter. Hier lang. Andersrum, ne? Junge, 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 Junge. Oh Gott, das habe ich nicht erwartet. Ist das grauenhaft. Und jetzt? Wir müssen aber zwischenlanden wahrscheinlich. Komme ich hier rüber? Nee, von da kam ich, ne? Von da kam ich. Wir müssen irgendwie... Müssen wir doch hier rum. Scheiße. Ich hätte einfach Sauerstoff mitnehmen sollen, Leute. Fuck. Muss hier rum. Oh. Uff. Nee, hier komme ich nicht lang. Scheiße. Ich muss aber darüber und dann darüber springen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ich halte das hier aus. Oh, ist das grauenhaft, Leute. Ist das grauenhaft. Oh Gott. Wie komme ich denn jetzt? Meine Fresse. Oh. Also das mit dem Jumpen ist jetzt nicht so geil, ne? Kann ich vielleicht sowas bauen? Nein? Schade. Also schon könnte ich das bauen. Oh Gott, jetzt habe ich wieder gar nichts hier, ne? Ja, vergiss es. Ich baue mal kurz das Ding hin. Das ist ein Traum, dass ich kein Wasser bei habe. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich am Arsch. Weißt du, was ich jetzt mache? Sag ich dir. Ich speichere. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen cheaty, ne? Aber ich mache jetzt Folgendes. Ich lade das Spiel neu. Und dann gucken wir mal, ob unsere Balken wieder oben sind. Oh, Gott sei Dank, Leute, wir haben es. Leben am Limit. So, ja, das war jetzt vielleicht... Hab halt mal ausgenutzt kurz, ne? So, die Frage ist, wo kommen wir jetzt an? Habe ich alles eingesammelt? Fast. Ich hab gar nicht gewusst, dass es hier so viel Stuff gibt, Mann. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht so richtig lang. Hab Angst, dass ich hier runterstürze. Oh, okay. Also gleich werde ich Sachen rausschmeißen müssen. Weil es einfach nicht anders geht. Inventar voll. So, dann schmeiße ich jetzt das raus. Wird es schon wieder dunkel oder ist es einfach nur hier dunkel? Komme ich da hinten hin? Ich weiß nicht, wie ich da hinten hinkomme.
Kann ich hier rüber jumpen? Oh, fuck. Okay, Leute. Ich muss hier rüber. Ich werde natürlich vorher speichern. Und dann müssen wir doch da irgendwie langkommen, oder? Das machen wir aber in der nächsten Folge, Leute. Ich werde hier speichern und in der nächsten Folge versuchen wir darüber zu jumpen. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten neu laden. Aber es müsste ja eigentlich klappen, wie beim letzten Mal auch. Dass wir ins Raumschiff kommen. Oh mein Gott, was für eine krasse Kiste. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao.